Für die Zugabe hatten die vier noch ein besonderes Schmankerl im Petto. Da haben sie nämlich plötzlich zu viert an einem Flügel gespielt. Und zwar ein Originalwerk von Cécile Chaminade. Die französische Komponistin hat das Stück für eine Silberhochzeit komponiert. Vermutlich haben die vier Kinder der Jubilare das Stück gemeinsam gespielt. Das sah ganz schön eng aus, wie sich die vier da an einer Klaviatur zu schaffen gemacht haben. Aber es hat funktioniert. Die Zugabe von Christine Gerwig, Efraim González, Isü Jost und Domingos Costa beim Beethovenfest Bonn. Ein Ständchen von Cécile Chaminade.